Hallihallo miteinander. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr. Hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Und ich wollte mich mal als erstes bei euch bedanken. Und zwar habe ich in den letzten 10 Tagen 105 neue Abonnenten dazu gekriegt seit meinem Gewinnspiel. Und ich freue mich. Ich freue mich riesig darüber. Und ich sage das nicht nur so, sondern ich freue mich tatsächlich riesig darüber. Und dann dachte ich, ich mache heute mal mit euch ein ganz neues Thema. Und zwar habe ich schon eine ganze Weile hier eine Jelly Plate. Ich verlinke euch die bei Amazon. Am besten guckt ihr euch mal dazu ein paar Videos an. Ich fand das total toll und spannend und musste auch eine haben. Dann habe ich tatsächlich eine Zeit lang welche gemacht, aber das war bevor ich angefangen habe, Videos zu machen. Und dann dachte ich, ich benutze das jetzt mal. Ich habe jetzt eins schon mal gemacht. Damit kann man halt ganz schöne Hintergründe erstellen. Und ich habe mir hier schon Papier zurechtgeschnitten. Das ist das Aquarellpapier von Action. Das habe ich einfach bei 14 cm in der Breite abgeschnitten, weil in der Höhe habe ich ja gerne 14 cm. Und jetzt ist es, damit ich es dann halt zurechtschneiden kann, da kann ich dann zwei Karten draus machen. So war mein Plan. Und jetzt mache ich das mal mit euch zusammen. Ich finde, das hat echt super tolle Hintergründe, die man machen kann, und das geht ganz leicht. Wie gesagt, ich habe noch keine wirkliche Ahnung davon. Also ich mache das jetzt mit euch zusammen. Ich wollte nur die erste Karte machen, damit ich was habe, was ich euch in die Kamera halten kann. Dann hat man dazu, also ich habe zu der Jelly Plate mir hier noch zwei so eine Rakel, ich weiß nicht, wie die Dinger heißt. Entschuldigung. Ich verlinke euch die auf jeden Fall. Und die waren im Set. Ich nehme jetzt aber nur das Kleine. Dann habe ich mir hier ein Papier zurechtgelegt. Das ist auch ein Aquarellpapier. Man muss das immer sauber machen. Und ich dachte mir, ich mache das hier auf dem Aquarellpapier. Vielleicht sieht es hinterher so schön aus, dass ich daran auch noch mal das auch noch benutzen kann. Dann habe ich hier meine Broschus. Die verlinke ich euch auch gerne. Und damit habe ich hier diese Sprenkel reingemacht. Dann habe ich ja noch welche. Moment, hier von Nuvo. Davon habe ich aber nur vier. Die benutzen wir gleich auch mal. Es ist jetzt ein bisschen eng hier auf meinem Platz, obwohl ich einen großen Platz habe. Wie gesagt, jetzt machen wir das zusammen. Dass ich mich immer räusper, liegt an meiner Schilddrüse. Braucht euch keine Sorgen machen, alles gut mit mir. Dann war jetzt das Blau, fand ich jetzt nicht so dunkel. Geht bestimmt besser, aber ich habe noch keine Ahnung. Und da ich auch noch keine Ahnung habe, dachte ich, ich mache das mit euch zusammen. Wir erkunden das zusammen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das findet, ob ihr das auch toll findet oder ob nur ich jetzt da irgendwie so. Ich werde mal gleich hier diese Farben nehmen. Mal gucken, ob es damit auch geht. Ich habe es gerade mit Distressed Oxiden gemacht. Hier einmal mit diesem Blau und dem Grün. Und dann habe ich in der Mitte, was man gar nicht so sieht, hier in diesem Orange, habe ich von den kleinen Distressed Inks Wild Honey genommen. Aber so, also man sieht es ein bisschen, aber nicht so sehr. Ich zeige es mal nochmal. Also hier so zwischen kann man es ganz minimal sehen. Ich packe das mal wieder hier vorne hin und jetzt benutze ich mal diese und gucke, ob es damit auch funktioniert. Werden wir zusammen feststellen. Hier mache ich mal das so rum, weil diese Farben sind ja viel intensiver. Dann tippt man das hier so rauf. Ups. Und geht mit dem Teil hier so lang. Sauber machen. Dann nehme ich mal hier die nächste Farbe. Und wie gesagt, ich habe es mit dieser noch nicht getestet. Wir gucken zusammen, ob das was wird. Und wenn nicht, gehe ich danach gleich noch mal wieder zu Distress Oxiden rüber. Ja.
Und welche Farbe nehmen wir? Dann nehmen wir noch mal Orange. Ne? Das Orange ist auch echt toll. Ich habe mir jetzt von diesen Jelly Plates noch mal ein Set bestellt. Da sind drei verschiedene drin. Einmal ein runder, ein viereckiger und ein Kreis. Quatsch. Und ein Dreieck, Viereck und ein Kreis. Ja, sehr schön, Anja. Und die kommen morgen. Hallo, Robin. Mein Sohn ist jetzt auch wach. So halb. So. Dann packe ich das mal kurz zur Seite. Und dann versuchen wir das jetzt mal hier mit, weil die haben noch ein paar Partikel extra drin. Ups, hier habe ich es schon. Mache ich hier. Das reicht ja schon. Dann habe ich hier Wasser. Das zeige ich euch mal. Einen wunderbaren Becher mit Wasser. Dann nehme ich meinen Fächerpinsel. Vorher sprühe ich noch mal Wasser drauf. Und dann gehen wir hier mal rein und sprenkeln hier ein paar drauf. Ich mache jetzt mal auch eine andere Farbe hier oben mit rein, um zu gucken, wie das so aussieht. Ich glaube aber, das war jetzt ein bisschen viel Wasser. Viel hilft, viel ist nicht immer richtig. Die Nuvo. Die sind von Nuvo, ne? Ja, die habe ich. Ach, jetzt habe ich das da drüben mit angesprenkelt. Egal, macht nichts. Habe ich beim Stamp Corner gekauft. Da bin ich, wie ich es immer gerne erwähne, extra 75 Kilometer eine Strecke gefahren, um da einzukaufen. Dann nehmen wir mal hier von dem. Mein Kind geht gerade die Treppe wieder hoch. Mache ich mal hier meine Hand so ein bisschen hin. Guck, ob ich Tatsache auch was sprenkel. Ja, macht er. Aber das, ja, wir gucken. So, dann mache ich den mal sauber. Jetzt mache ich keine von den Brushes drauf, weil ich ja mal gucken möchte, wie der Unterschied ist. Dann nehmen wir hier von unserem Papier. Ich mache das extra ein bisschen größer, damit ich hinterher nicht so extrem schmutzige Hände habe. Wenn ich mir Videos von anderen angucke, dann haben die hinterher... Okay, ich habe auch schon schmutzige Hände, aber so richtig doll. So, dann packt man das drauf. Hält es fest. Und geht überall richtig schön drüber, damit es nochmal warm wird. Man kann es übrigens auch mit Acrylfarbe machen. Habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich auch mit euch zusammen mal ein Video. Ich habe mir extra so eine von Action, so eine kleinen verschiedenen Farben geholt. Dann habe ich aber in einem anderen Video gesehen, dass die von Action gar nicht so doll pigmentiert sind. So. Ah. Okay. Da wird der Effekt nicht so flächig, aber auch ein interessantes Motiv. Mal gucken, was man damit für eine Karte machen kann. Aber ich glaube, ich finde das mit den Distressoxiden schöner. Hier kommt es nicht so gut zur Geltung. Hier habe ich vielleicht auch einfach doof gewählt. So, macht nichts. Nächster Versuch. Hier habe ich mir extra noch ein feuchtes Tuch hingelegt, damit ich da drüber gehen kann. Um das sauber zu machen. Und ich sehe, die Versafine kriegt man gar nicht so prima runter. Mit dem Distrix Oxiden ging das gerade ganz leicht. Also, kein Versafine mehr nehmen. Geht schwieriger runter. Macht bestimmt nichts, aber kann man sich ja merken. Ein Fehler, den ihr nicht machen müsst, weil ich ihn schon gemacht habe. Einmal trocken machen.
Das tupfe ich hier jetzt mal auch ab. Ich hoffe, dass ich da nicht so viele Fusseln drauf habe. Ich weiß nicht, ob man von denen ein paar mehr nehmen muss. Packe ich den hier wieder hin und dann nehmen wir mal drei verschiedene Blau. Ich nehme noch einen Grün dazwischen. Und einmal drüber. Oh, der war nicht richtig sauber. Egal. Jetzt habe ich hier ein bisschen Orange mit drin. Das war jetzt die, die ich benutzt habe. Ne? Dann nehmen wir mal hier noch Grün. Ich überlege mir mal hinterher, wie ich die Karten denn nutzen will und was ich da eventuell noch als Hintergrund machen möchte oder was, wofür ich, wie gesagt, was das werden soll. Jetzt habe ich die Farben mal extra ein bisschen ineinander verblendet. Kennt der schon aus meinem Video? Gucken, ob das nachher auch zu sehen ist. Und hier unten nehme ich jetzt mal Gelb. Huch. Das ist gar kein Gelb, ich Idiot. Das Gelb ist da drüben. Das ist das Grüne. Wo habe ich mein Gelb hingepackt? Das hatte ich doch irgendwie gerade. Okay, ich nehme kein Gelb. Ich nehme Orange. Das liegt hier garantiert in Sichtweite. Wusste ich es doch. Und ich sehe es nur nicht. Mal hier unten. Und noch Gelb. Nebenan in unserer Lounge, also unsere Lounge ist der Raum zwischen Küche und Wohnzimmer. Wir haben viele Durchgangszimmer und ich mag das doofe Namen zu vergeben, deswegen ist das die Lounge. Eigentlich ist es nur ein Durchgangsbereich. Es ist unsere erweiterte Küche, weil unsere Küche sehr klein ist. Also haben wir da ein paar Schränke noch drin. Ich mache das mal jetzt hier nochmal sauber. So. Und ich nehme diesmal die Brushes und zwar, welche Farben nehmen wir denn? Hier hatte ich gerade, da hatte ich das Blau genommen. Ich nehme jetzt mal was anderes. Ich nehme jetzt mal hier Grün. Ich mache mir da immer mit diesen Nipsels nur ein Loch rein, weil ich finde, das reicht. Oh, das ist aber ein helles Grün. Aber mit Esmeraldgrün wusste jetzt auch nicht unbedingt, was das für eine Farbe sein wird. Mal hier wieder ein bisschen Platz machen. Ah, das ist ja mal interessant. Habt ihr das jetzt gesehen? Ja, habt ihr, ne? Aus diesem nichtssagenden Grün explodierte hier gerade ein gigantisch tolles Blaugrün. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich mache auch gleich nicht noch ein Video, bevor ich nicht weiß, wie ihr das überhaupt findet. Nicht, dass ihr so denkt, ist ja mal ein bisschen langweilig an, ne? Da musste mal was anderes machen. So, das ist Orange. Ich hätte ein brillantes Rot. Ich hätte da jetzt gerne noch ein bisschen Rot zu. Ich
Wie habt ihr denn euer Silvester verbracht? Wir waren ja zu dritt, also mein Mann und unser 14-jähriger Sohn, haben hier schön zusammen Switch gespielt, haben gebowlt und mein Mann hat uns gnadenlos abgezogen. Aber er hat gecheatet, er hat mit Alkohol, hat sich tierisch gefreut, das hat Spaß gemacht und wir haben Raclette gegessen. Nicht schön war, dass unser Hund total Panik hatte. Dem ging es ganz schlecht. Wir haben, wie Martin Rütter das gesagt hat, unserem Hund Eierlikör gegeben. Es hat sicherlich ein bisschen geholfen, aber er ist schon so ängstlich. Der ist erst heute Morgen wieder raus zum Pullern. Dafür hat er dann eine halbe Stunde gepieselt. Nein, natürlich nicht, aber er ist Tatsache erst heute Morgen wieder rausgegangen. Und aber er hat nicht so doll gezittert, wie er es sonst macht. Das Ultramarin hatte ich schon. Rot, grün. Wir lassen es bei den zwei. Und dann nehmen wir uns eine Karte. Was bei denen auch schön ist, ich könnte sie gleich direkt weiterverarbeiten, weil sie nicht nass sind. Dann packen wir den mal rauf. So. Oh. Na, was sagt ihr dazu? Zeige euch die mal nochmal. Und hier, wie ihr seht, ist es schon fast runter, denn also das macht nicht mit Versafein. Nummer 1, dann Nummer 2, das ist mit Versafein. Und hier Nummer 3. Jetzt ende ich das Video mal, dann schneide ich mir die zurecht, überlege mir, was ich für Karten davon mache und mache gleich nochmal ein Video, wo ich Karten daraus mache. Bis gleich!